wie man sieht, da sammeln sich schon die Ersten. Ich glaube, jetzt kommt da eine gute Crowd auf uns zu. Aber seien wir gespannt. Von was fährt HTL nochmal? Bundeslehrer-Versuchsanstalt. Du hast hier. Was gibt's heute zu gewinnen? 5 originale Tiroler Shirts. Schauen wir, wer es auf die Shirts holt. Let's go. Ja, geil, was ist denn? Kannst du rausgehen, wenn man Baustadt geht, wenn du gleich weg. Was? Und ob man bist du der Verantwortliche? So zwischen 19 und 29. Dein Herr ist vor langer Zeit ein Äpfel auf dem Grindtag gehurgelt und nachher hat er sich mit der Schwerkraft befasst. Wie heißt der? Bist du sicher? Ja? Okay, ja, das stimmt. Gratuliere nochmal erstes Sieg. Zwischen 19 und 29. Mach mit mir einen damischen Techno-Dance. Danke dir. Muss schnell funktionieren. Kein kleiner Schuss. So, zwischen 19 und 29. 20. Da gibt es so ein Lied, das ist allemal recht hin und ich singe dir einen Text vor und du musst ihn fertig singen. Oh je. Ich möchte gern Quellkartoffel und Dup. Erbsensuppe und Wurst. Pommes frites mit Ketchup. Und der Bierfüll in Durst. Keine Ahnung. Ja. Was ist das? Ein Scheinwerfer. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass er die Frage zählt. Ja, passt. So, zwischen 1 und 21. 5. Was ist das größte Land in Afrika? Nigeria? Nein. Das ist das Einzige, was ich kenne. Zumindest bisher, fair enough. Ja. Yeah. So, zwischen 19 und 29. Scheiß ein Kollege deiner Wahl für 30 Sekunden volle zusammen. Julian, selber am Nacken. Oh, das putzt euch. Sie gehen im Sinn, ich bin zu 30. Selber. Sen orospu çocuğusun. Senin gelmişin geçmişin üstüne ananı babanı yarrağın sikeyim. Jetzt nur auf Deutsch, jetzt auf Deutsch. Fick dich, von Kopf bis Fuß, du Hundesohn, ich steh dir deine Augen an. Bastard, du Gottlose Hundesohn. Ich hoffe, deine Ärmel fallen runter beim Händewaschen. Oh, Digga. Okay. Der war gottlos. Okay. 12 von 1 bis 29. 16. Wie lange braucht die Sonne, um die Erde zu kreisen? 20 Stunden. Nein, die Sonne umkreist die Erde. Aber eigentlich 365 mal 4. Das sind jetzt alle 4 Jahre Schaltjahre. Ganz generös, yeah! Von 1 bis 29. 10. Das muss jetzt aber episch sein. Also da müssen wir alle richtig gehypt sein. Du machst jetzt so circa 30 Sekunden lang eine richtig geile Motivationsrede. Okay, Leute, wir sind die Shirts fertig, leider. Willst du noch ein Gruppenfoto oder irgendwie machen? Spock? Spockdorf oder Kapelle? Jetzt gehen wir noch ein Foto machen. Ja, Österreicher Oberschul-Quiz, rare Bagage da. Man sieht das Interesse, ist auf jeden Fall gegeben. Ist gut. 1, 2, 3, Oberschul-Quiz!
hast du kannst es richten? Nein, Lappi hat ein Video gemacht. Ja, Paul geht der. Jawohl, nein, akzeptabel. Gut, Anna, ich habe gerade fast das Foto gefehlt. Ja, das war's mit unserer Österreich-Tour. Jetzt haben wir viel Content gemacht. Und ich schauen, wie es noch in Zukunft in anderen Städten in Österreich ist. Wir gehen mal davon aus, dass gleich viele Leute am Start sein und dass sich jetzt natürlich der Buonomemes-Virus auch weiterhin in die Schule verbreiten wird, dadurch, dass wir jetzt auch hier in Österreich einen Oberschul-Quiz gemacht haben. Unserer Erfahrung nach einem Oberschul-Quiz steigt das Interesse bei den Jungen oder die Bekanntheit bei den Jungen dramatisch an. Und wir sind gespannt, wie sich das jetzt nach den Content noch der Content-Woche auf dem Kanal auswirken werden. Vielen Dank. So, meine lieben Leute, das war's von der ersten Oberschul-Quiz hier in Innsbruck und Österreich. Danke, danke, danke an die Schüler von der HTL hier in Rannichstraße, wo eine bärige Geschichte geil reinsatz. Schreibt's in die Kommentare, wo soll ich als nächstes kommen, einen Oberschul-Quiz machen. Gut, servus, wir sehen uns beim nächsten Mal.